Ja, mein Name ist Carsten Ruhl. Ich bin Professor für Architekturgeschichte an der Goethe-Universität und wie gesagt Teil dieses Verbundes. Und ich habe jetzt das besondere Vergnügen, heute eine Ausgabe des CCSA Talks zu bestreiten. Also einerseits einen kleinen, sozusagen ein eigenes Statement zu liefern, andererseits aber auch zu moderieren, und bin sehr froh darüber, dass ich hierzu einen sehr interessanten Gesprächspartner gefunden habe, nämlich Felix Wächter, meinem Kollegen von der Architekturfakultät der TU Darmstadt, was auch nochmal dokumentiert, wie intensiv jetzt eigentlich auch die Kooperation zwischen diesen beiden Universitäten an der Stelle sich entwickelt hat. Ja, im Grunde haben wir es hier nicht nur mit einem neuen Format zu tun, sondern innerhalb des Formates auch mit einem kleinen Experiment, denn ursprünglich waren die CCSA Talks in der kurzen Geschichte ihres Bestehens so konzipiert, dass sie Gelegenheit geben sollten, neueste wissenschaftliche Projekte zu diskutieren, Ergebnisse, Publikationen, das können Ausstellungen sein, auch unterschiedlichste Formate. Ich glaube, heute ist es zum ersten Mal so in dieser kurzen Reihe von Veranstaltungen, dass wir tatsächlich auch den Versuch wagen, uns in die Architekturproduktion der Gegenwart hineinzubegeben und tatsächlich eben ein konkretes Projekt zum Anlass zu nehmen, darüber zu sprechen, aber eben halt nicht nur über dieses Projekt, sondern mit Blick auf den thematischen Schwerpunkt unseres Semesters, nämlich das Archiv oder das Verhältnis zwischen Architektur und Archiv, das vor diesem Hintergrund in diesem Kontext zu diskutieren. Ich finde es wunderbar, dass Felix Wächter sich da relativ spontan auch dazu bereit erklärt hat, mit mir das heute Abend zu tun. Die Veranstaltung ist folgendermaßen aufgebaut, nur kurze Orientierung. Also es wird eine kurze Einleitung von mir geben, dann ein Statement von Felix Wächter von ungefähr 20 Minuten. Wir werden dann zunächst mal unter uns kurz diskutieren, diese beiden Statements, und dann werden wir ganz schnell aber auch die Diskussion öffnen zum Auditorium, sodass wir ausreichend Zeit haben werden, Fragen zu diskutieren, Probleme, vielleicht aber auch Kritik, was auch immer Sie mögen. Das Ganze wird aufgezeichnet und wird anschließend auch auf dem CCSA YouTube-Channel nachzuverfolgen sein. Gut, ich würde vorschlagen, dass ich mal mit ein paar einleitenden Worten beginne, indem ich versuche, auch ein paar Fragen zu stellen, die mir wichtig erscheinen in dem Zusammenhang. Und dann werden wir sehen, wie sich die Veranstaltung weiterentwickelt. Ja, worum geht es eigentlich am heutigen Abend? Mit dem historischen Archiv und rheinischen Bildarchiv der Stadt Köln wurde im September letzten Jahres, das ist, glaube ich, weitestgehend bekannt, eines der bedeutendsten kommunalen Archive Deutschlands wiedereröffnet. Notwendig geworden war der Neubau, weil durch Arbeiten an einem U-Bahn-Abschnitt im März 2009 der Vorgängerbau mit Grundwasser unterspült worden und in sich zusammengefallen war. Die Bestürzung über die zu beklagenden Todesopfer sowie über den Verlust der nicht zu ersetzenden Archivalien war weit über die Grenzen der Stadt hinaus groß. Es schlossen sich langjährige Gerichtsprozesse an, in denen die Frage nach der Verantwortung für dieses Unglück geklärt werden sollte. Parallel hierzu begannen fast aussichtslose Bergungsarbeiten. Aus den Trümmern des alten Archivgebäudes wurden die Reste unzähliger Archivalien aufgelesen, soweit möglich restauriert und neu erschlossen. Aber erst in 30 Jahren, so die Prognose, wird der größte Teil dieses Projektes abgeschlossen sein. Das zerstörte Gebäude, ein Entwurf des Kölner Architekten Fritz Haferkamp, ist von dieser groß angelegten Rekonstruktionsdebatte, nicht Debatte, sondern Kampagne ausgenommen. Die durch den Einsturz gerissene Bau- und Gedächtnislücke, eine mit Wasser gefüllte Grube, die wir vielleicht gleich nochmal sehen werden, existiert bis heute. Sie ist Teil einer Erinnerungspraxis, die weit über das institutionelle Verständnis des Archivs hinausgeht. Denn was hier bewahrt werden soll, sind keine Archivalien. Es ist das Gedenken an ein Unglück, das in vielerlei Hinsicht alte und neue Wunden aufgerissen hat. Verlust der eigenen sowie der kollektiven Identität, der schleichende Niedergang Kölns als Kunst- und Kulturstadt, das notorische Laissez-faire und Unvermögen der Stadtverwaltung, die Unzufriedenheit über den Umgang mit dem baulichen Erbe der Nachkriegszeit
wie etwa die Debatte über die Kölner Ausstellung der Kunsthalle Anfang des Jahrtausends zeigt. Und schließlich die wachsende Unzufriedenheit über die kommunale Planungskultur. Vom schiefen Turm von Köln wollen wir gar nicht ersprechen. Wiederum verursacht durch Arbeiten an der Kölner Stadtbahn neigte sich der Turm einer der ältesten Kirchen Kölns bedrohlich in den Stadtraum. Mit dem Archiv kollidierten also nicht zum ersten Mal die Infrastrukturen des Verkehrs mit denen der Kultur. Es geht hier also um weit mehr als nur um den Einsturz eines Gebäudes und die darin aufbewahrten Dinge. Betrachtet man das Archiv abstrakt als einen Ort, an dem sich das Gedächtnis an der Stadt mehr als anderswo verdichtet, die Konzentration von Daten und Informationen kulminiert, erklärt sich von selbst, warum diese wassergefüllte Grube zum Symptom eines totalen Identitätsverlustes und Versagens werden konnte. An die Stelle des vielbeschworenen Gedächtnisses der Stadt war also ein Denk- und Mahnmal getreten. Ein Denk- und Mahnmal, das zugleich die Negation eines Denk- und Mahnmals sein will. So jedenfalls wird es von Seiten derjenigen beschrieben, denen der Erhalt dieser mit Wasser gefüllten Leerstelle inmitten der Stadt besonders am Herzen liegt. Bürger und Bürgerinnen, die sich schon bald nach dem Unglück zu der Gruppe Archivkomplex zusammengeschlossen hatten. Eigenartiger Name. Die Initiative sah und sieht es als ihre wichtigste Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die entstandene Leere nicht nur materiell, sondern auch ideell gefüllt wird. Und zwar in dem Bewusstsein, dass die Stadt selbst als Archiv begriffen werden kann. Architektur als Schichtung von Erinnerung und Gedächtnis gelesen werden kann. Als Speicher, vollgestopft mit Medien und Daten unterschiedlichster Art, die sich als eine komplexe Erinnerungslandschaft denken ließe. Damit wird die Stadt aber auch zu einem umkämpften Ort, wie wir wissen. Denn die Art und Weise, wie das Gedächtnis stadträumlich organisiert wird, ermöglicht zukünftige Handlungsspielräume und schließt zugleich andere aus. In diesem Sinne soll das Antimonument der Grube, der wassergefüllten Grube, produktiv gewendet werden. In unmittelbarer Nähe zur Unglücksstelle und mit dieser verbunden ist ein offener Kulturraum für Kunst, Kultur und Kommunikation geplant, genannt K3, die Halle mit dem Knick, entworfen von einem Kölner Büro, das selbst Teil der Initiative Archivkomplex ist. Die damit verbundenen Ziele wurden anlässlich des letzten Tages des offenen Denkmals im September 2021 manifestartig zusammengefasst. In einer Stellungnahme von Archivkomplex heißt es, es geht um Gedenken, aber auch um Aufbruch. Archivkomplex drängt die Stadtverwaltung, eine wegweisende Planung für das frühere Archivgelände anzupacken. Zukunft aus Vergangenheit, öffentlich nutzbarer Freiraum, erfahrbare Geschichte, Platz für künftige Ideen, kulturelle und bürgerschaftliche Aktivitäten sind möglich in diesem wichtigen Stadtraum. Besonders hervorgehoben wird hier wie anderswo die große Bedeutung der Kunst in der Visualisierung von Orten, die ansonsten lediglich wie jede andere Baustelle wahrgenommen würden. Etwa Mischa Kubals ironische Zweckentfremdung der zahllosen braunen Autobahnschilder, die auf mehr oder weniger sehenswürdige Sehenswürdigkeiten hinweisen. Und ich zeige Ihnen gleich das Bild noch einmal. An dieser Stelle lohnt ein genauerer Blick auf die Akteure. Es handelt sich um Künstler und Künstlerinnen, die entweder aus Köln stammen oder dort seit Jahrzehnten leben und die grob gesagt der bürgerlichen Mitte der Stadtgesellschaft zugerechnet werden können. Wir haben es also keineswegs mit einem Querschnitt der Stadtgesellschaft zu tun, sondern mit einer relativ homogenen, kulturaffinen Gruppe. Was genau aber ist dann mit kollektivem Gedächtnis gemeint? Erinnerung, woran, durch wen, für wen und mit Hilfe welcher Medien? Und für wen genau bedeutet eigentlich die Zerstörung des Archivs und seiner Ordnung einen Verlust? Wer genau identifiziert sich mit den dort aufbewahrten Archivalien und wer nicht? Ist das mit dem alten Archiv verbundene Stabilitätsversprechen des Erinnerns und der kulturellen Identität überhaupt noch erstrebenswert? Und falls ja, warum? Oder anders gefragt, warum wird das Ordnungsregime des Archivs auch nach seiner Zerstörung noch nicht hinterfragt, sondern als das Natürlichste auf der Welt vorausgesetzt? Was bedeutet es in diesem Zusammenhang, wenn angeblich 90% der Kölner überhaupt erst mit der Zerstörung des Archivs von dessen Existenz erfahren haben? Ist dies Ausdruck eines allgemeinen Desinteresses, fehlender Zugänglichkeit, einer veränderten Sozialstruktur der Stadtgesellschaft oder hat sich schlicht die Institution Archiv in der Form, wie wir sie kennen, überlebt? Und ist die derzeitige Dehnung des Archivbegriffs nicht Indikator für die Krise des Archivs als Institution
und seiner angenommenen, tatsächlich aber sehr fragilen Stabilität. Zugegeben, dies alles sind sehr grundsätzliche Fragen, Fragen, die sich nicht mal ebenso einfach beantworten lassen. Diskutieren wollen wir sie trotzdem, und zwar mit einem Gast, wie gerade schon angekündigt, der sich in den letzten 10 Jahren vermutlich mehr als wir alle zusammen mit dem Problem des Archivs im Allgemeinen und im Besonderen auseinandergesetzt hat. Und damit begrüße ich noch einmal sehr herzlich meinen heutigen Gesprächspartner Felix Wächter. Felix Wächter ist seit 2016 Professor für Entwerfen und Baukonstruktion am Fachbereich Architektur der Technischen Universität Darmstadt. Er hat Architektur in Stuttgart, Lyon und in Harvard studiert und leitet seit 1998 gemeinsam mit Sibylle Wächter das Büro Wächter und Wächter. Wie ich mit großem Interesse bemerkt habe, äußert sich Felix Wächter auch zu übergreifenden theoretischen Fragen, wie etwa in dem kürzlich erschienenen Band Kreativität denken. Allerdings vermeidet er es in seinem Beitrag konsequent von Kreativität zu sprechen. Stattdessen reflektiert er über das Entwerfen, vielleicht aus gutem Grund, aber darüber unterhalten wir uns in einer anderen Ausgabe der CCSA Talks. Warum wir ihn heute zu dieser Ausgabe des CCSA Talks eingeladen haben, hat ganz offenkundig einen anderen Grund. Im letzten September ist nämlich nicht nur das historische Archiv der Stadt Köln wieder eröffnet worden, zugleich konnte das Büro Wächter und Wächter ein 10-jähriges anspruchsvolles Projekt abschließen. Der Entwurf des Büros hatte sich in dem 2011 ausgelobten Wettbewerb zum Neubau des Archivs durchgesetzt. Die Bauwelt titelte damals, Zitat, Hauptsache sicher, verwies auf die etwas, Zitat, widersprüchliche Wettbewerbsaufgabe, ein zugleich einladend offenes und sicher unzerstörbares Gebäude zu entwerfen, und schlussfolgerte, dass Pathos hier unerwünscht sei. Bevor wir aber hierzu kommen, interessieren uns primär eine Reihe anderer Widersprüche oder besser gesagt Paradoxien, die in der Bauwelt gar nicht erst erwähnt werden. Zum Beispiel das Paradox, von der Zerstörung eines geschichtsträchtigen Ortes ausgehen zu müssen, ohne an diesem Ort selbst bauen zu können. Oder Räume zu entwerfen, deren paradoxe Aufgabe es ist, unwiederbringlich Verlorenes zu bewahren. Und zu allem Überfluss ausgerechnet damit den Startschuss zur städtebaulichen Entwicklung und Neuordnung eines ganzen Areals zu geben, das die eigentümliche Vision eines Wissenschaftsparks vor Augen hat. Haben wir es hier nicht mit einer Überforderung des Archivs zu tun? Und was heißt es vor diesem Hintergrund überhaupt noch von Architekturen des Archivs zu sprechen? Wir freuen uns sehr, dass sich Felix Wächter zu dem Experiment bereit erklärt hat, im Rahmen des CCSA Talks mit uns über dieses Projekt und die Architekturen des Archivs zu sprechen. Doch bevor wir damit loslegen, wird Felix Wächter seine Überlegungen zum Projekt und zu den Architekturen des Archivs mit uns teilen. Ja, vielen Dank, lieber Herr Ruhl, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich habe mich über die Einladung zu diesem Experiment, zu dieser Reihe heute sehr gefreut und möchte eben anknüpfen an Ihre Ausführungen und über die Architekturen des Archivs am Beispiel unserer Arbeit in Köln sprechen. Meinen ersten von 3 Gedanken zu dieser Arbeit habe ich mit Gedächtnis überschrieben. Die Erinnerung zunächst an den 3. März 2009, das schier Unfassbare, den tragischen Einsturz des historischen Archivs in der Severinstraße und all das menschliche Leid und den Schmerz und den Verlust. Die Überschrift steht jedoch auch für die Dichte der Überlieferungen, die einzigartigen Zeugnisse regionaler und überregionaler Geschichte, die unvorstellbar wertvollen Urkunden und Dokumente aus über 1000 Jahren Stadtgeschichte mit Originalen von Napoleon, Jack Offenbach, Verdi, Karl Marx, Heinrich Böll, Konrad Adenauer, die das historische Archiv zu einem der bedeutendsten Kommunalarchive nördlich der Alpen machen. Möglich wurde dies, da in der Stadt bereits sehr früh die Bedeutung des Stadtgedächtnisses für die Gegenwart und für nachfolgende Generationen erkannt wurde. Der Beschluss des Rates zu Beginn des 15. Jahrhunderts,
im neuen Rathausturm ein Archiv für die Aufbewahrung der Kölner Privilegien einzurichten und damit die bedeutenden Urkunden vor Raub, Feuer, Nässe zu schützen, verdeutlicht diesen Stellenwert. 1897 entsteht am Geronskloster ein erstes, nur zu diesem Zweck errichtetes Archivgebäude mit einem prächtigen zentralen Lesesaal, hier unten im Bild zu erkennen, hier im Grundriss, dreiseitig umfasst von den Magazinflächen. Trotz aller Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg bleiben die Archivalien dank rechtzeitiger Evakuierung unversehrt. Der dann 1971, Sie haben es schon genannt, in der Severinstraße errichtete Neubau von Fritz Haverkamp für das ständig gewachsene Archiv mit seiner natürlichen Klimatisierung war Vorbild für eine ganze Reihe von Archivbauten. Wahrscheinlich führte ein Loch in der Lamelle 11 der Spundwand für den Neubau der U-Bahn zu einem Einbruch von Grundwasser in die Baugrube und damit zur Unterspülung des Gebäudes. Aus dem dreigeschossigen Schuttberg und später dem Grundwasser der freigelegten Grube konnten 90% des Archivguts Zeugnisse der Identität der Stadt geborgen werden. Das Archivmaterial wurde im Erstversorgungszentrum zunächst grob gereinigt und danach in bis zu 20 Asylarchiven untergebracht. Schätzungsweise 15% des geborgenen Archivguts wurde leicht beschädigt, 50% mittelschwer, 35% davon sehr schwer. Rechts eine Gefriertrocknungsanlage, mit dem Wasser dem Papier entzogen wird. Die 30 Jahre, die Sie genannt haben, die setzen 200 Restauratoren und Restaurierungshelfer voraus, die also benötigt werden, um das Archivgut aufzuarbeiten. Ein Einzelner würde 6.500 Jahre wohl benötigen, so die Hochrechnung. Die Beschädigungen sind unterschiedlich. Beispielhaft hier Arbeiten zum Entfernen von Zementstaub und anderen Verunreinigungen oder hier die Restaurierung einer Urkunde oder die Restaurierung von Siegeln links vorher, rechts nachher. Ja, die der Folge getroffene Entscheidung für einen Ersatzbau, zwar nicht an gleicher Stelle, also Severinstraße liegt hier, der Rhein gut zu erkennen, sondern im Grüngürtel und nicht versteckt am Stadtrand im Industriegebiet, entspricht dem urväterlichen Verständnis für die Bedeutung des Stadtgedächtnisses, gerade auch in einer modernen Stadtgesellschaft. Durch die zentrale Lage mit der nahen Universität sind beste Voraussetzungen für ein neues Verständnis eines Archivs als Bürgerarchiv gegeben. Der Straßenname Eifelwall, also das hier ist die Luxemburger Straße, hier der Bauplatz, das ist der sogenannte Eifelwall, der zeugt von der ehemals hier verlaufenden preußischen Umwallung, die in nordwestlicher Richtung dann in einen Grüngürtel umgestaltet wurde. In südöstlicher Richtung wurde dies nach dem Zweiten Weltkrieg gewerblich gebaut, nachdem also die Wallanlagen geschliffen worden sind. Die Vision oder der Neubau des Archivgebäudes sollte den Auftakt bilden für die Umsetzung einer städtebaulichen Vision, eines städtebaulichen Masterplans, der eben vorsieht, dass der Grüngürtel verlängert wird bis zum Rhein hin und das Archivgebäude sollte Auftakt dieser Verlängerung dieses Grüngürtels bilden, auch wenn das dann ein bisschen albern eben auf einmal Wissenschaftspark sich dann nannte. Mit der Zusammenlegung des historischen Archivs mit der Kunst- und Museumsbibliothek und dem Rheinischen Bildarchiv, dem Bildgedächtnis der Kölner Museen und dem Rheinland sollten für Nutzer und Mitarbeiter befruchtende Kooperation und Synergien ermöglicht werden. Um es vorwegzunehmen, leider wurde im Zuge der weiteren Planung die Kunst- und Museumsbibliothek aus haushalterischen Gründen
aus dem Raumprogramm genommen. Offenes Schatzhaus soll den Antagonismus überschreiben zwischen der in der Auslobung beschriebenen Vision eines offenen Bürgerarchivs als sozialer Ort und den hohen Anforderungen an den Schutz der Archivalien, der einherging mit schwierigen, sehr komplexen Funktionsbezügen und technischen Anforderungen, die im Rahmen des Wettbewerbs zu lösen waren. Entwerfen ist immer Ordnen, ist immer auch die Reduktion des Problems auf das Wesentliche. Und unser im Wettbewerb prämierter Entwurf sah in diesem Sinne vor, dass quasi in Erinnerung an das Geschehene ein dreigeschossiger Mantel mit dem Ausstellungsbereich, mit dem Lesesaal, in einem Art Kopfbau und den Werkstätten und Büros in einem U-förmigen Ring das kostbare Archivgut gleichsam schützend umarmt wird. Das eingestellte Schatzhaus hier im Grundriss nochmal zu erkennen und hier dieser Mantel mit eben diesem Kopfbau mit Ausstellungsräumen im EG und Lesesaal im Obergeschoss und zum Park hin die Büros und zur Straße hin den Werkstätten. Dieses Schatzhaus überragt seiner Bedeutung entsprechend diesen Mantel um drei Geschosse und ist damit auch in der Fernwirkung sichtbar. Durch die geschlossenen Fassaden dieses Schatzhauses ist das wertvolle Gut gegen schwankendes Klima, Wind, Regen geschützt. Das kompakte Volumen ist zudem energetisch sinnvoll, während der Mantel den Antagonismus sozusagen lösend sich nach außen öffnet, wie eine Art Schaulager sich nach außen öffnet. Ein einfaches Prinzip der klaren Teilung der Funktionsbereiche bewahren auf der einen Seite, lesen und erschließen auf der anderen, geschlossen und offen, wie man dies in der Mitte des 19. Jahrhunderts zum Beispiel eben hier an Archiv in Münster schon erkennen kann, oder das gebaut wurde hier, quasi das Bewahren und hier das Erschließen und Lesen. Also eine Typologie ganz anders zu der Überlagerung der Nutzungsbereiche, wie wir sie am Geronskloster gesehen haben. Am Übergang zu der gewachsenen Wohnbebauung hier im Norden und sozusagen in Verlängerung dieses Grüngürtels haben wir also nun dieses Archiv so positioniert, dass damit gleichzeitig der Stadteingang an der Luxemburger Straße akzentuiert wird und gleichzeitig setzt dieser Neubau eigentlich die Folge der Institutsbauten, daher auch im Wissenschaftspark sozusagen fort. Der trichterförmig sich aufweitende Vorplatz an der Luxemburger Straße dient eben als Treffpunkt zum Austausch und Begegnung vor und nach dem Besuch und aber eben gleichzeitig als Entree für den fortgesetzten Park, weil die Luxemburger Straße oder dieser Park ist durchtrennt durch die Luxemburger Straße mit eben einer Straßenbahntrasse, die da nicht überquert werden kann. Ganz anders als die Vorgängerbauten in Köln und die Typologien historischer Archivbauten öffnet sich nun dieser Mantel und damit das Haus in den öffentlichen Raum zum Eingangsplatz hin ermöglicht eine völlig transparente Eingangsfassade, schaufensterartigen Einblick in den Ausstellungs- und Vortragsraum hier im Erdgeschoss und in dem Lesesaal im Obergeschoss, sodass Bürger und Forscher, Studierende und Wissenschaftler eingeladen werden zum Arbeiten, Nachschlagen, Lesen und Forschen, zum Besuch von Ausstellungen und Vorträgen. Die Labore und Werkstätten auf der Straßenseite bzw. die Büros auf der Parkseite, die ermöglichen Einblick, sodass Bürger eben teilhaben können an den Restaurationsarbeiten auf der einen Seite, aber Mitarbeiter und Besucher gleichzeitig von der Schönheit des zukünftig verlängerten Grüngürtels profitieren können. Bewusst haben wir der Versuchung widerstanden, das Geschehene, des Einsturz und die einzigartige Geschichte der Stadt
mit all ihren Facetten nun wörtlich in Architektur zu übertragen und auch nicht eine besonders originelle Form für das Stadtgedächtnis gesucht, die sich nun irgendwie krampfhaft absetzt. Die Gestalt und die Typologie ist von innen heraus entwickelt aus der inhaltlichen Konzeption der Anatomie eines Hauses, in dem eben gesammelt und bewahrt, aber zugleich eben auch restauriert, erschlossen, gelesen, geforscht und auch pädagogische Bildungsarbeit geleistet wird. Wir haben die Angemessenheit, nicht das Spektakuläre gesucht, den sinnvollen Gebrauch von Atmosphäre, Raum, Material und ohne Überfluss auf das Wesentliche reduziert und das Wesentliche versucht, sichtbar und erlebbar zu machen. Dabei haben wir uns, wie hier im Lesesaal, die Schönheit der Stadt, der umgebenden Straßen und des Parks geliehen, innen und außen, Stadtpark, Archiv, alles verschmilzt durch die Transparenz des umgebenden Rings und befruchtet sich gegenseitig. Wir suchten ein ruhiges Passepartout für die Geschichte, das ohne Aufgeregtheit und ohne modische Attitüden die notwendige Ruhe, die hier am Eingang bereits beim Betreten ausstrahlt, um sich hier in den Ausstellungsbereichen auf das ausgestellte Archivgut, den Vortrag oder hier im Lesesaal auf das zu studierende Schrift, Plan oder Bildmaterial zu konzentrieren. Das Gebäude strahlt eine gewisse Selbstverständlichkeit und Zwangslosigkeit aus, die hohe Komplexität der Schnittbogen der Funktionsabläufe, wie wir sie vorhin gesehen haben, und auch der ingenieurtechnischen Herausforderungen, die sind zunächst einmal nicht sichtbar. Und dennoch ist im Inneren die räumliche Dramaturgie vielfältig, Licht und Schatten, Enge und Weite, Ausblicke, Einblicke, Durchblicke wechseln, wie hier an dem Luftraum, der jetzt hier den Lesesaal im Obergeschoss, das ist der Luftraum mit dem Ausstellungsraum im Erdgeschoss, verbindet. Die Struktur ist eigentlich über alle Ebenen immer die gleiche. Platz, Mittelpunkt und Bezugspunkt ist das allerorts sichtbare Magazin, der bronzene mit schöner Patina alternde Speicher und Schrein der Geschichte. Auch die Atmosphäre wechselt von den mit Douglasie ausgeschlagenen öffentlichen Räumen in die schlichten Büros und Werkstätten. Zu den einfachen Magazinen, trotz aller Unterschiedlichkeit immer hell, freundlich, einladend, die immer spürbare strukturelle Grammatik und die Präzision der Fügung für die unterschiedlichen Teile, den Antagonismus der Funktionsbereiche offen, geschlossen zusammen. Ein Haus für 65 Kilometer Regalanlagen und 460 Planschränke fordert, verlangt, wie dargestellt, auf der einen Seite eine rationale Ordnung in der Typologie, in der Zuordnung der Funktionsbereiche, aber auch in der Maßordnung. Aus der kleinsten Einheit, dem kleinsten Modul, aus der Länge, Tiefe, Höhe des Archivkartons, in der die Archivalien aufbewahrt werden, leitet sich die Maßordnung der Regalanlagen, also die Länge, Höhe, Tiefe der einzelnen Regale. Und aus der Addition dieser einzelnen Regale, aus den notwendigen Randabständen zu den Wänden, aus den notwendigen Flurbreiten, die Größe der Archivräume ab. Die Erkenntnis, dass damit das Archivgut, die Größe der Archivalien, die Maßordnung des Gebäudes, also die innere Ordnung, die äußere Ordnung bestimmt, und damit im übertragenen Sinne die Geschichte, die Stadt und in der Stadt sichtbar ist. Und die Stadt ist ja selbst eben Archiv, Zeugnis der Vergangenheit, wie Sie das eben ausgeführt haben. Diese Erkenntnis gefällt mir. Also die Ordnung des Archivs selbst bleibt chaotisch, also die Ordnung der Archivalien, weil es gar keine logistische Möglichkeit gibt, dass durcheinander gewirbelte Archivgut der ursprünglichen Sammlung entsprechend wieder zu sortieren. Also die Auffindbarkeit der
neu entschlossenen Materialien erfolgt rein digital über Barcode, aber die Ordnung selbst, die Maßordnung, die bestimmt eigentlich eben die Größe der Archivalie selbst, die eben in diesen Kartons aufbewahrt wird. Die typologische Ordnung stellt den Schutz des Archivguts sicher. Auch Brennpapier ohne Sauerstoffzufuhr schlecht. Und andersrum bringt jede technische Anlage die Gefahr eines Versagens, einer Fehlauslösung mit sich. In der Abwägung wurde daher nach einem sehr langen Entscheidungsprozess dann entschieden, auf technische Anlagen, Gaslöschanlagen, wie man es hier links sieht, oder Permanentinertisierung, also Reduktion des Sauerstoffgehalts, oder Hochdrucksprühnebelanlagen zu verzichten. Um die Anforderungen an die Klimastabilität zu erreichen, wird die Baumasse dieser umschließenden Wände durch eine Art Hüllflächentemperierung erschlossen. Und also auch das eher ein passives System, das eingebunden ist in ein Nachhaltigkeitskonzept, das auf der einen Seite auf einer adaptiven, einer wechselnden Nutzung anpassbaren Struktur aufgebaut ist, aber eben auch auf einer primär energiearmen Energiegewinnung, unter anderem mit einem Art Eisspeicher, aber eben auch sehr langlebigen, dauerhaften Materialien, wie man das eben gesehen hat. Ein halbes Jahr nach der Eröffnung zeigt sich ein befruchtender Austausch und Synergien in dieser Archiv-WG, in der WG zwischen historischen Archiv und rheinischen Bildarchiv. Die große Frequenz, Teilhabe und Nutzung einer breiten Öffentlichkeit, aller Digitalisierung und Corona-Auflagen zum Trotz, hat mich selber überrascht und belegt das Interesse, den Bedarf und zeigt, dass die Idee des Bürgerarchivs funktioniert und sich die Institution so wenig überlebt hat wie die der Bibliotheken, die in den letzten Jahren einen deutlich wachsenden Besucherzahlen erleben. Denn Archive sind vielleicht wie Bibliotheken neben Parks die wahren öffentlichen Orte, die allen Bürgern ohne Eintritt und unabhängig des sozialen Status offen sind. Und so wandelt sich vielleicht eben das Archiv von der verstaubten Schatzkammer eben genauso zu einem sozialen Ort, wie sich eben die Bibliotheken gewandelt haben. Die Geschichte ist Fundament und Ausgangspunkt. Die innere Ordnung bestimmt die äußere Ordnung. Der Verzicht auf jegliches Narrativ, weder das Narrativ des Unglücks noch der bedeutungsschweren Vergangenheit, auf Pathos und Erhabenheit, die Ruhe und zeitlose Gelassenheit wirkt wohltuend, unserer erachtend, in der Lebendigkeit, aber auch in der Gewöhnlichkeit des Umfelds. Vielen Dank. So, ja, herzlichen Dank für die Vorstellung des Projektes, das wir natürlich auch in der Veranstaltung, in den Workshops begleiten, zu der Ringvorlesung zum Archiv auch diskutiert haben, unter der Überschrift Wasser im Archiv. Und da ging es natürlich vor allem erstmal um die Genese des Projektes. Also was war eigentlich der Ausgangspunkt? Warum wurde ein neues Archiv nötig? Und einige konnten sich noch natürlich daran erinnern, was da passiert war. Ich persönlich kann mich noch daran erinnern, dass Kolleginnen und Kollegen damals in der Kunstgeschichte auf einmal meinten, ja, sie könnten jetzt ihre Forschungsprojekte, müssten sie jetzt aufgeben, weil die Objekte, mit denen sie zu tun hätten in diesen Projekten, eben halt einfach verschüttet sind jetzt durch diesen Zusammenbruch des Archivs und sie müssten sich jetzt was anderes überlegen. Da gab es eine ganze Reihe von Forschungsarbeiten, die auf einmal auf Eis lagen. Für mich ist interessant, auch nochmal, wie Sie beschreiben, was eigentlich die Aufgabe des Archivs ist, beziehungsweise die übergeordnete Absicht war. Also, Sie hatten gerade gesagt, also Pathos war nicht das Ziel. Da habe ich mir schon auch die Frage gestellt, warum spielt das in diesem Bauweltartikel
in der Diskussion über den Wettbewerb überhaupt so eine große Rolle? Also warum ist Pathos für Archivarchitektur so wichtig? Und dann fällt einem natürlich ein, wenn man so ein bisschen in die Geschichte zurückschaut, denken wir an die National Archives in Washington DC. Das ist ja ein Riesenschrein, ein Klotz an Architektur, der im Grunde zunächst mal einschüchternd ist. Also wo sie aber typologisch vielleicht wieder eine ähnliche Struktur haben. Sie haben im Grunde so eine Art Altar, so einen geschlossenen Altar im Zentrum des Bauwerks und ringsherum die Andeutung einer ja, halbwegs offenen Säulenhalle. Und man könnte jetzt sagen, das ist etwas, was Sie im Grunde in Ihrem Projekt ja auch modern interpretieren. Also es gibt sozusagen diesen geschlossenen monolithischen Kern, der sogenannte Schrein der Geschichte. Da würde mich auch interessieren, ist das ein Begriff, der eigentlich sozusagen zum Wettbewerb schon ins Spiel gebracht wurde oder hat sich das so entwickelt? Und es gibt dann als Rahmung drumherum eigentlich eine offenere Architektur, die aber natürlich auch auf ihre Art repräsentativ ist, die alle anderen Funktionen des IT-Archivs eben halt unterbringt. Also diese, das ist ja eigentlich eine klassische Zweiteilung, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn wir mal in die Geschichte der Archivarchitektur schauen. Wobei sich mir dann schon die Frage stellt, und darüber können wir vielleicht auch diskutieren, was ist das eigentlich, Archivarchitektur? Wo fängt das an? Sind das die Aufbewahrungsboxen, in denen dann die Reste, die Überbleibsel der Archivalien landen und ja, da sozusagen sortiert werden, also eben halt nicht sortiert werden, sondern so, wie sie gefunden werden, in diesen Boxen aufbewahrt werden und dann die Boxen eben halt nach einem bestimmten Prinzip wiederum eben halt in ihren Maßen die Regalarchitektur bestimmen, die Regalarchitektur letztendlich die Länge der Wände bestimmt, die Wände, die Fassade, die Dimension der Fassade im Außen bestimmt und so weiter und so fort. Also was ist da Architektur? Sind das die Infrastrukturen des Erinnerns, des Archivs? Ist die Architektur etwas, was einen eigenen Ordnungsbegriff da reinbringt, oder wird er aus der Ordnung des Archivs entwickelt? Und wenn dem so ist, ist die Architektur dann im Grunde etwas, was sich aus einem dominanten Verständnis von Geschichte heraus entwickelt. Also nochmal zurückgehend auf diesen Begriff Schrein der Geschichte. Was ist denn das überhaupt? Die Geschichte. Wir sind es so sehr gewohnt in unseren Fächern, auch wenn wir über Architektur reden und jetzt wie aktuell im Rahmen dieser Ringvorlesung über Geschichten zu sprechen und immer natürlich auch zu hinterfragen, was ist der Kanon? Was sind die Mechanismen der Kanonbildung? Was ist die Geschichte? Und was bedeutet es eigentlich, wenn 90% der Bevölkerung einer Stadt von dieser Geschichte gar nichts wissen? Ja? Also wer nutzt dann eigentlich das Archiv? Was ist das für eine Ordnungsvorstellung dessen, was da aufbewahrt wird? Also das sind jetzt viele Fragen, die bei mir einfach sozusagen so aufkommen. Anhand dieses konkreten Beispiels, weil ich verstehen möchte, wie tatsächlich sozusagen die, also der architektonische Entwurf und die Ordnungsvorstellungen, die da vielleicht wirksam sind, zusammenhängen mit dem, was schon im Grunde eigentlich feststeht oder an Ordnungsvorstellung existiert, bevor es überhaupt visualisiert wird. Ja, also, denn es ist ja eine paradoxe Aufgabe. Also man entwirft ein Archiv, ohne zu wissen, ganz genau zu wissen, was an welche Stelle kommt. Sondern man weiß nur, dass es diese anonymen Kisten geben wird, die man eigentlich immer wieder öffnen müsste, um zu sehen, was sich dort darin befindet. Und allein die Digitalisierung des Archivs erlaubt es, so eine Art von Ordnung auf dem Interface darzustellen, oder? Das ist ja, jetzt könnte man sagen, das ist aus der Not geboren, aber gleichzeitig hat man hier auch den Eindruck, dass es sehr stark auch um die Darstellung von Ordnung geht. Und ich bin nochmal drauf gekommen, das ist mir eigentlich bisher überhaupt nicht aufgefallen. Ich verstehe gar nicht, warum nicht. Wenn Sie mal bei Google Archiv eingeben, dann erscheinen lauter Räume, die in Zentralperspektive aufgenommen sind. Und warum ist das eigentlich so?
Ist das die Renaissance der Zentralperspektive im Archiv? Warum ist es so wichtig? Warum sieht man da eigentlich nie Personen? Wofür steht das und was sagt das eigentlich über unser Archivverständnis aus? Das sind jetzt sehr viele Fragen, aber vielleicht ja, setzen wir da nochmal an, das wäre vielleicht ein Vorschlag, mal darüber nachzudenken, ja, was ist das eigentlich für ein Vorgang? Also es gibt sozusagen keine Erkenntnis darüber, was jetzt nach und nach im Archiv landen wird, sondern es sind halt diese Kartons. Und diese Kartons, die ja eigentlich aus einer Archivlogik heraus entstehen, diese normierten Maße, geben jetzt der Architektur eigentlich die Ordnung vor. Kann man das so sehen? Ja, vielleicht, ich würde erst noch mal gerne einen Schritt zurückgehen. Ja, okay. Wir haben ja eine Vielzahl an Fragen aufgeworfen. Und wir arbeiten das jetzt nach und nach ab. Ich glaube, wir müssen anfangen mit der Frage nach dem Pathos, die wir gestellt haben. Und die Verwunderung, warum das in der Bauwelt ein Thema war. Weil das eben dann doch, wenn man sich die unterschiedlichen Arbeiten anguckte, dann waren da eben ganz in der formalen in der typologischen Ordnung erstmal völlig unterschiedliche Ansätze, aber natürlich eben auch damit einhergehen in der formalen Ausprägung. Also waren natürlich erstmal welche, die versucht haben, dieses Unglück in irgendwie in Form zu gießen. Also einstürzende Neubauten sozusagen, was, glaube ich, nicht funktioniert, weil es ja eben auch ein ganz anderer Ort ist und man das, glaube ich, nicht versteht. Also Chalabi, die aus Wien, die haben das versucht zu machen. Und dann gab es eben die Grundfrage, wie ordne ich eigentlich typologisch erstmal? Und wir haben uns eigentlich eben dieses historischen Prinzips bedient, dieser Zweiteilung oder der Trennung der Funktionen, die ja eigentlich total sinnhaft ist. Das ist nicht so naheliegend, das haben andere ganz bewusst anders gemacht, das aufgeteilt. Und dann hat man eben natürlich einfach diese Grundfrage, was ist nachher außen, was ist innen? Also der Dudler hat das Magazin außen drumherum gelegt und eben einen Lesesaal in dieses Magazin sozusagen in die Mitte gelegt. Und während unser Raum ein Flachraum ist, ist das ein dreifach überhöhter Raum. Und das ist natürlich schon eine andere räumliche Wirkung, die einen ganz anderen Raum bedingt, die auch für den Leser was ganz anderes bedeutet. Also einfach bin ich klein und ehrfürchtig vor der Gewalt und Kraft der Geschichte. Und hier in unserem Lesesaal, da kann man sozusagen die Decke anfassen und der ist eben eher Teil dieses öffentlichen Raums, als dass er nun in diesem Bunker liegt und von der Geschichte quasi erdrückt wird. Und insofern ist es schon eine unterschiedliche Haltung, die da zum Ausschein bringt. Und, ja, also insofern Pathos auf der einen Seite in der Frage des Umgangs mit dem, was da geschehen ist, was wir ausgeblendet haben, wenn man so will. Also nur dem, was, weil es gar nicht möglich ist, dieses Unglück in Architektur zu übersetzen, aus meinem Grundverständnis. Und gleichzeitig eben der Umgang mit der Geschichte, den wir, wenn man so will, irrational gelöst haben, indem wir gesagt haben, das ist, wenn man so will, ein Lagergebäude und das andere ist eigentlich, ist ja nicht direkt sichtbar, sondern erst in der zweiten Reihe sichtbar. Ja, also damit sprechen Sie ja auch zwei unterschiedliche Archivverständnisse an oder sagen wir mal so, Strategien im Umgang mit Erinnerungen, mit architektonischen Mitteln. Ich hatte ja kurz darauf hingewiesen oder erwähnt zumindest diese Initiative, die ja doch am Ort versucht, die Erinnerung hochzuhalten, ne? Also auch durch eine architektonische Intervention, indem man da einen ja auch bürgernahen öffentlichen Raum versucht zu installieren, also auch mit architektonischen Mitteln und natürlich auch mit Mitteln der Kunst zu visualisieren, dass das hier nicht einfach nur irgendeine Abbruchstelle ist, sondern dass das mal ein wichtiger Ort war, also zumindest für einen Teil der Kölner Stadtbevölkerung.
Und dass man da nicht einfach diese Lücke schließen kann, durch welche architektonischen Mittel auch immer, und so tun kann, als sei da nie was passiert. Ja? Also ich glaube, das war von vornherein auch parallel eigentlich zu diesem Planungsprozess, den Sie jetzt gerade beschrieben haben, irgendwie auch immer ein wichtiges Ansinnen einer bestimmten Gruppe von Akteuren in dem ganzen Prozess. Ja? Und das funktioniert natürlich an der Stelle dann, weil Lehre vielleicht eben die Sprachlosigkeit ermöglicht auszudrücken. Ne? Also das ist einfach, aber das jetzt zu übertragen in eine Architektur und das quasi wörtlich zu machen, den Einsturz, das ist vielleicht eben eher viel schwieriger. Also insofern, das kann ich verstehen, weil die Idee ist ja hier eben durch Lehre, durch einen öffentlichen Raum zu reagieren und nicht durch ein gebautes, was versucht, diesen Einsturz bildhaft werden zu lassen. Ich hatte, also finde ich nachvollziehbar, ich war nur darauf gekommen, weil mir auffällt, dass es offenbar zwei unterschiedliche Archivverständnisse gibt, die parallel koexistieren. Also es gibt sozusagen die Vorstellung der Stadt als Archiv, also dass man im Grunde alle Narben, alle Unglücke, alle Spuren, die irgendwie, was weiß ich, durch Unglücke, Naturkatastrophen, durch menschliches Versagen oder was auch immer entstehen, dass man die sozusagen auch als Teil des kollektiven Gedächtnisses begreift. Und das sind ja nun mal keine Dinge, die mit dem Zweck Erinnerung oder Gedächtnis oder Archiv gebaut wurden, sondern, wenn man so will, sind das ja Spuren, also fast schon indexikalische Spuren auf der Oberfläche des Stadtgrundrisses, ja, mehr oder weniger. Und auf der anderen Seite gibt es das Archiv der Stadt. Das ist ja das, was Sie jetzt gebaut haben. Und was ich mich frage, ist, wie kommen diese beiden Konzepte von Archiv eigentlich zusammen? Gibt es da eigentlich Berührungspunkte oder schließt das eine das andere aus? Also ist das eine dann zu verstehen als sozusagen das Archiv derjenigen, die sich immer benachteiligt fühlen in der Stadtgesellschaft, und auf der anderen Seite, da gibt es das hochoffizielle Archiv, das sowieso nur für diejenigen gemacht ist, die sich sagen wir mal, zur tonangebenden Gruppe innerhalb einer Stadtgesellschaft zählen. Wie würden Sie das als Architekt beschreiben? Sie haben ja diesen wahnsinnig langen Prozess jetzt auch miterlebt, und man steht ja dann wahrscheinlich auch oft zwischen den Stühlen. Die Stadt als Archiv ist natürlich das viel bürgerliche Archiv, was man eigentlich, das ist das kollektive Archiv. Und hier ist ja der Versuch, es ist der Versuch, dieses Archiv eben etwas zu öffnen von dem, was es vielleicht ganz klassisch war. Also es ist tatsächlich der Ansatz, was ich jetzt Bürgerarchiv genannt habe, oder was auch das Konzept der Archivleitung war, eben der Versuch, es zu öffnen. Aber es ist natürlich ein Versuch, weil man natürlich prozentual nie das erreicht, was die Stadt als Erinnerungsträger leisten kann. Das ist natürlich, hat ja eine ganz andere Teilhabe, aber es ist zumindest der Versuch, es schwellenlos zu machen, der Versuch, es Einblicke zu ermöglichen, der Versuch, es eben erstmal, und das ist, glaube ich, die Grundsatzentscheidung, es da zu positionieren, im Mittel der Stadtgesellschaft, im Mittel des Archivs der Erinnerung und nicht am Rand. Das ist aber das Bedeutendere, ist natürlich, bleibt immer die Stadt, ne? Weil das natürlich das kollektive Gedächtnis ist. Ja, aber ich frage mal deswegen danach, weil ja im Laufe eines so langen Prozesses von 10 Jahren, das ist ja eine lange Zeit, doch auch sehr viel darüber nachgedacht wird, was könnte eigentlich die zukünftige Funktion eines Archivs sein, für wen sollte das Archiv überhaupt offen stehen, also wie erreichen wir auch diejenigen, die vielleicht sich mit der 1000-jährigen Geschichte der Stadt Köln gar nicht identifizieren, weil sie erst vor 20 Jahren nach Köln gezogen sind, aus ganz anderen kulturellen Kontexten beispielsweise. Also wie kann man sozusagen
die Chance nutzen, die ja auch jede Zerstörung bietet, und die auch im Grunde eigentlich oft auch zur Neuordnung von Archiven ja geführt hat. Also wie kann man das nutzen, um im Grunde die Ordnung des Archivs und dessen Geschichtsbegriff in seiner Normativität auch nochmal zu hinterfragen? Und das ist jetzt natürlich keine Frage direkt, die zusammenhängt mit dem Entwerfen von Archiven und ihren Architekturen. Aber es stellt sich ja, glaube ich, einfach auch durch die Diskussion und durch diesen Prozess einfach drängen sich diese Fragen auf. Und was mich in dem Zusammenhang interessieren würde, weil es ja gerade auch, was Sie jetzt gerade thematisiert haben, wie wird denn eigentlich die Ordnung des Archivs dann digital zukünftig dargestellt? Ist das einfach nur eine, sagen wir mal, Nachbildung des vormals, der vormals bestehenden Ordnung im alten Archiv? Gibt es da sozusagen eine Neuordnung, die man sich überlegt hat? Nutzt man das eben halt auch dazu, um vielleicht die Objekte, die man jetzt rekonstruiert, in eine neue Beziehung zueinander zu stellen? Oder ist im Grunde, steht im Grunde hinter all diesen Kampagnen, die ja sehr aufwendig sind, das ist ja jetzt auch kein, sagen wir mal, günstiges Gebäude gewesen, aufgrund der vielen Technik natürlich auch, unter anderem nicht, also neun Klimazonen, glaube ich, ne, habe ich gelesen. Neun Klimazonen, die es ermöglichen sollen, eben halt auch den Ansprüchen der Objekte gerecht zu werden. Also nutzt man sowas dann eben halt auch nochmal um über die gesellschaftliche Funktion von Archiven nachzudenken, also wie sie in der Gesellschaft situiert sind. Und ich habe den Eindruck, dass das eigentlich nicht passiert ist, sondern dass man im Grunde sozusagen von einer gesetzten Ordnung ausgegangen ist, ne, die zwar jetzt zerstört ist, aber die man zumindest dann mit digitalen Mitteln oder wie auch immer rekonstruieren kann. Zunächst einmal, darf nicht falsch klingen, aber war natürlich für das Archiv selber ist natürlich durch diesen Einsturz auf einmal diese Institution des Archivs ganz anders in den Punkt der Stadtgesellschaft gerutscht. Das ist, muss man, glaube ich, zugeben, dass, also Sie haben das ja auch eingangs gesagt, wer weiß schon, wo das Archiv ist und wie viele der Bürger haben vorher ein Archiv besucht. Es war natürlich in Vergessenheit geraten und es war im Prinzip auch seit langem bekannt, dass es erweitert werden muss. Es war auch seit langem bekannt, dass es da bautechnische Schwierigkeiten gibt. Aber es war eben, es ist eine lästige kommunale Pflichtaufgabe, die man zu erfüllen hat. Und durch dieses Unglück ist es auf einmal in den Mittelpunkt der Stadt Gesellschaft gerückt und in den Mittelpunkt der Diskussion und des Diskurses und auch im, und da gab es, glaube ich, schon ein, dann auch doch ein einhellige Bekenntnis, wie wichtig ist es uns, dass wir unsere Geschichte wahren und dass wir die auch eben pflegen und dass wir die auch dokumentieren. Ich glaube, da gab es einen großen gesellschaftlichen Konsens. Und darauf, auf dieser Basis hat man eben dieses Konzept entwickelt. Das Konzept war eben auch nochmal durch die Hinzunahme von anderen Funktionsbereichen, eben Rheinischen Bildarchiv, aber vor allem Kunst- und Museumsbibliothek, dieses anzureichern und es noch eben stärker einzubinden. Dieses Bekenntnis ist natürlich mit jedem Monat mehr Distanz zu dem eigentlichen Einsturz, ist das natürlich ein bisschen weiter in Vergessenheit geraten und wurde nur immer zu jedem Jahrestag eigentlich wieder in Erinnerung gerufen. Das heißt, das, was erstmal am Anfang eben auch konzeptionell gedacht worden ist, ist dann ja auch im Zuge dann ein bisschen aufgegeben worden. Ich habe das gesagt, die Kunst- und Museumsbibliothek ist rausgenommen worden, meiner Ansicht nach wirklich konzeptionell schade. Aber es ist natürlich erstmal ein bisschen in den Hintergrund geraten, aber der Versuch ist eben dann, oder das ist eben beibehalten worden, die Entscheidung für den Ort. Und der Ort ist erstmal die Voraussetzung, um es einzubinden. Der ist, glaube ich, gut. Nun, die Frage der Digitalisierung ist natürlich eine unfassbare Chance wiederum, ne? Das, was war natürlich früher nicht digitalisiert und in den letzten 10 Jahren ist natürlich
ermöglicht die Digitalisierung eine ganz andere Öffnung des Archivs, weil es natürlich eine ganz andere Suchmöglichkeiten ermöglicht, eine ganz andere Zugänglichkeit, als das bisher jemals der Fall war. Also die Digitalisierung führt natürlich zu einer völlig anderen Zugänglichkeit des Archivs. Jetzt kann man fragen, braucht man da deshalb noch den Ort? Ja, ich glaube, den Ort braucht man, weil das ist natürlich dann, sind wir, glaube ich, auch einig, dass wenn ich das gefunden habe, was ich suche, dass das Original natürlich immer interessanter ist als das Digitalisat. Ja, wobei sich dann natürlich die Frage stellt, wie zugänglich sind die Originale dann tatsächlich? Also wir machen ja auch die Erfahrung, wenn wir in Archiven arbeiten, dass wir häufig erst durch Stöbern eigentlich zu den entscheidenden Dingen kommen und nicht indem wir digitale Seiten konsultieren, also zumindest nicht nur. Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber das fand ich jetzt auch nochmal sehr aufschlussreich, auch nochmal die Reflexion über diesen Prozess und wie das dann in der Stadt verhandelt wurde. Jetzt schaue ich mal auf die Zeit und ich denke, wir könnten jetzt die Diskussion auch erweitern, sodass wir auch noch ausreichend Zeit haben zu diskutieren. Und das würde ich jetzt auch hiermit tun. Und ich bitte, falls jemand Fragen hat, sich mit der gelben Hand zu melden oder in der Chatfunktion auf sich aufmerksam zu machen. So, jetzt hat Katharina Immekus sich gemeldet. Hallo. Ich habe eine Frage zum Ort. Und zwar, ich habe mich gefragt, Luxemburger Straße, Ecke Eifelwall. Das ist ja wahrscheinlich nicht so sehr ein Ort, wo viele Lesende sich rumtreiben. Außer wahrscheinlich, du hattest ja gesagt, dass da viele Universitätsgebäude sind noch, die da auch so sind. Aber ich kenne den Ort ja so weil ich komme aus Köln und als ich letztens da vorbeigelaufen bin, dachte ich mir, okay, hier ist das Stadtarchiv und habe mich total so gewundert, wow, krass, dass man das jetzt dahin gesetzt hat oder so. Also ich wusste ja nicht die ganze Story, wie es da hingekommen ist und so, war jetzt interessant. Aber ja, eben, was ich mich gefragt habe, ist, weil der Ort ja nicht jetzt so super lebendig ist, also so ein bisschen weiter kommt dann das Arbeitsamt und das Unicenter und so, es ist irgendwie so ein bisschen ein komischer Ort, also der jetzt ja hoffentlich besser wird dadurch, dass da ein Archiv ist, wo man drin dann lesen kann und alles. Aber ja, gibt es sowas wie, also dort, gibt es sowas wie Laufpublikum, was sich dann denkt, oh toll, jetzt muss ich mal hier reingehen und das aber mal angucken, was ich noch nie gemacht habe, bevor es eingestürzt ist? Oder also hast du das Gefühl oder hörst du, dass das sehr lebendig da jetzt wird, die Ecke, vielleicht auch durch das Archiv? Also zunächst einmal, glaube ich, ist der Ort tatsächlich interessant, weil er eben erstmal einen Auftakt eben zu einer städtebaulichen Entwicklung gibt. Und diese städtebauliche Entwicklung ist, glaube ich, ein großer Gewinn für die Stadt. Diese Fortführung des Grüngürtels ist, glaube ich, sehr wünschenswert. Und das ist natürlich immer ganz gut, wenn man so einen Meilenstein am Anfang vielleicht setzen kann. Und ich glaube schon, dass die Nähe zur Universität und zur Universitätsbibliothek belebend ist. Also ich habe den Ort eigentlich nicht als tot empfunden. Also im Sommer ist da gerade dieser Teil des Grüngürtels ja schon relativ belebt. Und das ist, glaube ich, Voraussetzung dafür, dass man eben gerade auch dieser Ausstellungsbereich funktioniert. Was ich jetzt höre, ist, dass sie eben Besucherzahlen haben, wie sie die noch nie hatten. Jetzt kann man natürlich sagen, das Gebäude ist neu und übermorgen nimmt dann vielleicht das Interesse ab. Aber ich glaube, dass das erstmal Voraussetzungen sind, um, könnte das Gegenbeispiel, könnte ich das Archiv in Darmstadt zeigen, im alten Mollerbau. Da wagt sich keiner über die Stufe hinein. Da bist du sicherlich noch nicht drin gewesen. Weil es eigentlich erhaben ist und
ja, man Ehrfurcht haben muss, bevor man das betritt. Und das ist eigentlich ja hier der Versuch, das Gegenteil zu erreichen. Jetzt gibt es eine weitere Frage von Oliver Ilser. Ja, hallo. Ich vielen Dank für den Vortrag und auch für die bisherigen ja für die Gedankenanregung. Ich habe eigentlich keine so richtige Frage, vielleicht einfach zwei Beobachtungen, weil ich doch noch mal einen direkten Bezug mit dem bisherigen Bau, also mit dem Haferkamp-Bau machen würde. Mhm. Ich weiß nicht, ob man den jetzt so vor Augen hat, aber vielleicht haben alle einen Second Screen und können das noch mal im Hintergrund irgendwie sich in Google aufrufen. Also mir kommt es schon vor, und da würde ich auch tatsächlich gerne nochmal nachfragen, dann doch, dass es sich so ein bisschen darstellt, wie quasi dann doch wie Bau und Gegenbau oder Vorbild und sozusagen Negation. Weil der bisherige Archivbau in Köln mit seiner sehr glatten Marmorfassade, die im Grunde so etwas wie ein etwas edlerer Behälter ist, also so eine gespannte Membran, und dann der sehr, ja wirklich auch, also ich würde doch nachfragen wollen, regelrecht symbolisch Stabilität vermittelnde Bau, der jetzt in Köln entstanden ist, also mit diesen Lisenen, die ja, wir wissen alle, die tragen natürlich jetzt nur die Fassade selbst, also dahinter ist eine andere Tragkonstruktion. Aber das ist schon nochmal man kann es anfassen. Also vorher war man quasi vor dieser planen Fläche und ist davon abgeglitten vielleicht. Es gab diese tiefen Fenster. Und jetzt dreht es sich quasi um. Es ist jetzt sehr dunkel, es ist nicht mehr weiß, es ist fast schwarz, es ist bronzefarben. Und es ist vor allen Dingen auf so eine ganz, auf so eine fast materielle Weise, also auch anfassbar und vermittelt Stabilität und vermittelt wahrscheinlich schon auch das Gefühl, es ist jetzt sicher. Also eine sehr gute Betrachtung. Ich würde das nicht also ich finde, den Haferkamp ist grundsätzlich kein ganz schlechtes Gebäude, aber es ist insofern vielleicht dann doch auch indirekt eine Antwort auf das Gebäude und vielleicht eben auch indirekt auf den Einsturz, was wir gedacht haben, was natürlich auch ermöglicht wurde, weil wir ein ganz anderes Raumprogramm haben. Das muss man natürlich sagen. Wir haben ein völlig ungewöhnliches Raumprogramm für ein Archivgebäude, weil im Normalfall ist das Verhältnis eben ein anderes zwischen Bürofläche und Restaurationswerkstätten zu Magazinen als das, was wir haben, weil ein normales Archiv eben eine ganz untergeordnete Restauration haben. Ne? Also kein Archiv hat 200 Mitarbeiter, wie wir die jetzt da unter zu bringen hatten, und kein Archiv muss sein Material eben komplett neu erschließen. Insofern haben wir natürlich ein anderes Raumprogramm, was uns natürlich auch ermöglicht, mit anderen Raumbereichen zu arbeiten, die andere Anforderungen haben, als eben nur Lagerfläche zu sein. Natürlich ist das ein Versuch gewesen, auch eine gewisse, also die Mitarbeiter, muss man auch wirklich sagen, die sind traumatisiert gewesen. Es war auch im Umgang schwierig, also auch völlig verständlich, wer das erlebt hat, dass auf einmal es knackte und man seine Beine unter den Arm nehmen muss. Der hat natürlich Schlimmes erlebt, und das war natürlich immer wieder Auseinandersetzung, wie ist also der Schutz. Und das war schon auch das Ziel, dass eben die Architektur das ausdrückt. Konkret die Lamellen, da muss man sagen, die haben nicht nur eine formale Idee, das war einfach diese große Anforderung an Klimastabilität, und die riesige Tiefe, die die haben, ermöglichen eben einen hohen Lichteintrag, aber eben geringe energetischen Eintrag. Ne? Also das heißt, die sind schon aus einer, also das ganze Ding ist schon aus einer gewissen Rationalität entwickelt. Also die sind eigentlich aus diesen Klimaanforderungen oder die helfen, die Klimaanforderungen zu erreichen, ohne dass man jetzt wahnsinnig da mit technischen Anlagen dagegen arbeiten muss. Ja, soweit, Oliver, oder gibt es da noch eine? Nee, okay. Dann Meinrad von Engelberg. Ja, schönen guten Abend, Herr Wächter. Nett, dass wir uns mal in einem etwas anderen Zusammenhang sehen und sprechen können. Ich habe zwei Fragen zu Ihrem Entwurf. Das eine, ich habe vielleicht nicht richtig hingeschaut und war abgelenkt, ob Sie einen passenden Schnitt gezeigt haben, wo man das sehen könnte. Ich wollte fragen,
gibt es auch Tiefgeschosse? Geht der Speicher unter die Erde? Weil das wäre ja von einer gewissen, also egal ob erwünscht mit Pathos oder ohne, aber das könnte ja ein Grund sein. Normalerweise haben Archive sowas. Vielleicht hat es hier aus bestimmten Gründen keines. Das würde ich einfach gerne wissen. Wie sieht es mit dem Thema Tiefgeschosse aus? Gibt es die und gab es eine Diskussion dazu? Und der zweite Punkt geht so ein bisschen auf das Entwurfsprinzip. Mich hat das natürlich sehr erfreut und gerührt, wie Sie gesagt haben, wie sozusagen das Archiv aus einer Multiplizierung des Archivkartons eigentlich entstanden ist in seinen Proportionen. Und ich bin ja Frühneuzeitforscher und das heißt, ich bin natürlich, wie Truf ist mir sozusagen an der Wiege gesungen. Und das ist ja nun genau sein Denkansatz, nämlich dass es Module gibt, also bestimmte Grundmaße und die werden so und so oft vervielfacht und dann hat man sozusagen den Tempel von bis und so weiter. Und auch für meine Augen hat Ihr Entwurf, nicht falsch verstehen, nicht in einem stilistischen Sinne, sondern in einem Denkansatz-Sinne, etwas sehr Klassizistisches, in dem es nämlich einfach eine sozusagen Ideallösung erstellt. So im Sinne von Alberti kann nichts dazugenommen, nichts weggenommen werden, das ist einfach alles sozusagen perfekt und sozusagen vom Archivkarton bis zum Gesamtumriss ist das alles mit einer großen durchgehenden Logik entwickelt. Hat das für Sie oder spielt sowas für Sie eine Rolle? Oder sagen Sie es nett, dass der Engelberg sich sowas ausdenkt? Haben Sie über sowas nachgedacht in dem Sinne von, also jetzt nicht nur, was gibt es für historische Archivgebäude, die irgendwie interessant sind wie Münster, sondern dieses Prinzipielle zu sagen, wirklich vom Modul, vom Einzelbaustein auszugehen in die Gesamtkonzeption und im Grunde so eine Art Ideallösung zu entwickeln, wo jeder drauf guckt und sagt, ja klar, so macht man, so geht's. Ich finde, das ist das, was für mich am stärksten rüberkommt. Das wüsste ich gerne, ob das jetzt mein Beobachtereindruck ist oder ob das in Ihrer Entwicklung dieses Entwurfs solche Gedanken auch eine Rolle gespielt hat. Erste Frage, es gibt in dem eigentlichen Schatzhaus, das hat ein Tiefgeschoss, unfassbar umstritten, weil das eigentlich baulich natürlich total sinnhaft ist, weil ich habe keine energetischen Einträge. Ich habe das kühle Erdreich, was eben immer die gleiche Temperatur hat. Aber obwohl wir da weit über dem Grundwasser sind, natürlich für diejenigen, die ihre Archivalien aus dem Wasser haben holen müssen, ja erstmal ein Angang, dass man oder schwierig zu akzeptieren, dass man da baut, weil eben in der Sorge, da könnte ja irgendetwas mal sein. Also es hat ein Tiefgeschoss eben, aber eben auch nur eines aus der, und das war ursprünglich im Wettbewerb ausgeschlossen, dass man ein Tiefgeschoss baut. Es hat eben ein einziges. Die städtebauliche Situation ist eben so, dass, dass man eigentlich der Ort nicht ermöglicht, dass man sich da hineindichtet. Oder andersrum, unsere Antwort auf den Ort war eher ein Autist, einer, der aus sich heraus entwickelt ist. Und insofern ist das, glaube ich, nicht ganz falsch. Es ist eine Ideallösung, ein Diagramm, die sich hier als solitär quasi diese Perlenschnur an Institutsbauten fortsetzt, aber eben als solitär da vermittelt. Es ist jetzt nichts, was sich anschminkt, weil das hat eben nichts, auch ist einfach auch ein anderer Maßstab als die Wohnbebauung, auch eine gewisse Belanglosigkeit hat auf der einen Seite und es passt eben auch nicht zu der großen Turm des Justizzentrums auf der anderen Seite. Ne? Das war nicht aus dem Ort heraus jetzt zu dichten oder zu modulieren, sondern es ist ganz rational aus sich und diesem unfassbaren, dieser Auslobung, die war so komplex, dass wir gemeint haben, man kann sie nur lösen, indem man irgendwie ein ganz einfaches Prinzip hat. Und das war unsere Antwort daraus. Ja, also die Beobachtung, würde ich sagen, ist genau so richtig. Prima, vielen Dank. Ja, wobei, also ich würde noch hinzufügen, man muss jetzt nicht bis Vitruv zurückgehen, um solche Ordnungsprinzipien verstehen zu können in der Architekturgeschichte. Also es gibt natürlich allenthalben unterschiedlichste Ordnungsmodelle, theoretische Modelle, die entworfen wurden. Denken wir an Durand oder andere Leute, die eben halt auf der Basis von quadratischen Substraktions- und Additionsprinzipien irgendwie ganze Architekturen entwerfen.
Also das ist ja sozusagen omnipräsent in der Architekturgeschichte. Und was ich jetzt aber im Grunde nochmal... Ich hoffe, dass Durand auch seinen Vitruv vorher gelesen hat, der ist ja älter. Also sagen wir mal, aber es ist sozusagen, Vitruv ist natürlich irgendwie ein Dauerbrenner. Also den kann man sozusagen überall verwerten. Und auf den geht alles zurück. Das ist ja vielleicht auch Teil dieser Frage, die wir ja auch schon andiskutiert hatten, nämlich die Frage danach, wie wir Kanons bilden und wie wir Geschichte bilden. Also wie wir sozusagen, wie normativ das ist und wie wenig normativ das tatsächlich ist. Was ich jetzt aber nochmal viel spannender finde, ist eigentlich, und das war ja gerade auch angeklungen in den verschiedenen, auch bei Oliver Elser, glaube ich, dass ja letztendlich hier etwas geschaffen wird, was natürlich schon nicht nur Stabilität suggeriert, also im Außenbau, sondern tatsächlich eben halt auch Ordnung suggeriert. Und zwar Ordnung in einer Situation, da ja eigentlich nichts in Ordnung ist. Also das heißt, die Fundstücke kommen sozusagen so, wie sie gefunden werden, in diese Kisten, sind total unsortiert. Also man müsste sozusagen, um wahrscheinlich die frühere Ordnung rekonstruieren zu können, immer wieder durch alle Kisten gehen und versuchen, die Dinge wieder miteinander in Bezug zu setzen, was aber nicht funktioniert. Schon gar nicht bei so einem Projekt, wo man dann über mehrere Jahrzehnte eben halt diese Archivalien versuchen muss, wieder herzustellen. Das heißt, die Frage wäre ja, ob, also erstens, also warum ist dann trotzdem aber sozusagen dieser Ordnungsgedanke so stark? Man hätte ja auch durchaus sagen können, also wir haben es hier mit einer außergewöhnlichen Situation zu tun, die eigentlich gar keine, wo sozusagen die Ordnung als Realität gar nicht mehr vorhanden ist. Und wir stellen das auch da in der Architektur. Also es ist eine ungewöhnliche Aufgabe, ein ungewöhnlicher Hintergrund, eine Genese des Projektes. Und im Grunde kann man eigentlich jeden Ordnungsgedanken in Bezug auf das Archiv, seine Statik, seine Monumentalität und so weiter eigentlich vor dem Hintergrund nur noch in Frage stellen. Das wäre ja auch eine sozusagen andere Möglichkeit gewesen. Da würde mich mal interessieren, warum das für Sie jetzt weniger ein gangbarer Weg war als der, den Sie beschritten haben. Denn was Oliver Elser ja auch betont hat, ist ja schon, auch bei Offenheit der Fassade, die natürlich vorhanden ist, und Transparenz und diese Helligkeit der Räume, die sehr einladend ist, aber trotzdem ist es ja doch von einer relativen Strenge und auch, wie soll man sagen, geprägt von einem, ja, von einem Ordnungskonzept. Da kann man jetzt sagen, das ist aus der Box entwickelt, aber vielleicht ist das ja auch sozusagen die architektonische Idee gewesen. Also zunächst einmal muss man sagen, es ist chaotisch. Ne? Die Dienstakte von 1970 liegt im gleichen Karton wie das Evangeliar. Das ist so, ja. Völlig durcheinander. Aber es ist natürlich trotzdem, gibt es eine Ordnung, eine digitale Ordnung, die ist ja da. Also durch die Ordnung ist nicht chronologisch, aber ist geordnet, weil anders würde es ja nicht funktionieren. Es ist eine digitale, barcodierte Ordnung, aber es war eben, und das hatte ich versucht auszuführen, es war unser Anspruch oder unsere Lösung oder unsere Antwort, unsere Position auf die Frage der Geschichte, dass wir gesagt haben, es braucht ein Ausdruck, der möglichst zeitlos ist, möglichst Ruhe ausstrahlt und nicht in sich fragil. Also wir meinten, es ist, wenn ich etwas baue, was eben ja jetzt sind da, also das hat ja auch den Anspruch, dass es eben ja auch eine gewisse Dauerhaftigkeit hat, dann war für uns die Antwort, dass das nach außen eben mit einer, sich über eine starke Ordnung ausdrücken sollte. Das war unsere persönliche Antwort darauf. Das haben andere anders gesehen, aber unsere Antwort war, dass das erforderlich ist oder dass das angemessen ist. Ja. Jetzt muss ich gerade mal hier auf meine Liste schauen. Also Martin Knöll hat sich schon länger gemeldet und deswegen jetzt erst Martin Knöll und dann Christiane Fritscher. Dankeschön für den Vortrag und für die Diskussion. Ich hoffe, dass mein Internet stabil genug ist. Ja, alles gut. Ich hätte noch mal eine Frage zu der Nutzerperspektive. Die würde mich interessieren, weil
wir jetzt so viel über Wahrnehmung gesprochen haben und über Sicherheitsempfinden, dann über die Frage, ob den Nutzern die Chance gegeben ist, sich zu erinnern und so weiter. Und da ist ja einfach, wäre ja super interessant, einfach Daten dazu zu haben. Also wie nehmen die das wahr, wie nutzen die das? Felix, ich weiß nicht, ob du da einen Überblick hast oder ob du da irgendwie so einen Eindruck schon mal wiedergeben willst, wie nehmen die das wahr? Also den Eindruck, den ich nur bekomme und der mir rückgespiegelt wird, ist, dass es eben ein sehr hohes Interesse gibt mit allen Schwierigkeiten, die natürlich Corona gerade mit sich bringt. Aber es gibt eben ein hohes Interesse und gibt eben hohe Frequenz. Es gibt aber keine Evaluation im Sinne wie, und es gibt ein, es wird als sehr, also es gibt da, erstaunlich gutes also Feedback, also dass den Leuten das irgendwie ankommt. Aber wie die das jetzt quasi, die Fragen, die wir hier diskutieren, wie die das wahrnehmen, dass da gibt es keine Evaluation zu. Ne? Also ich kann das jetzt nur quasi widerspiegeln, was uns das Archiv widerspiegelt, also die Archivleitung und die erzählen eben, dass es sehr viele Besucher gibt, hohe Nachfragen und dass die viele sagen, dass sie da sehr gerne auch lange arbeiten. Das ist ja einfach ein Problem, dass in den Archiven lange im Lesesaal gearbeitet wird, weil man die Sachen eben nicht mit nach Hause nehmen kann und insofern das schon ist, dass man da sich gerne aufhält und auch die Mitarbeiter, für die ist das sind das sehr, sehr gute Arbeitsverhältnisse, also sowohl in den Werkstätten als auch in den Büros und da ist eine sehr hohe Zufriedenheit. Also ich glaube, dass man da auch die ganze Diskussion über die Wahrnehmung und Nichtwahrnehmung, das wäre wirklich aus meiner Sicht ein interessantes Thema, das tatsächlich zu beleuchten, weil das sind ja auch Leute, die super oft interviewt worden sind, also die Direktorin zum Beispiel, unter anderem vom Guardian, als es eingebrochen ist. Das ist ja eigentlich retrospektive ganz gut dokumentiert. Das heißt, das würde sich ja eigentlich für eine Studie auch anbieten, jetzt in die Zukunft gedacht. Wie äußern die sich zum Beispiel jetzt dazu den ganzen Fragen, über die wir jetzt spekulieren sozusagen? Also das einfach als einen Hinweis, das fände ich spannend, um einfach so ein bisschen eine Datengrundlage zu der Diskussion zu haben. Also es würde, glaube ich, allen Beteiligten helfen. Es ist ein echtes Dilemma, dass man eigentlich immer nur von der Wahrnehmung solcher Institutionen erfährt, wenn sie zerstört werden. Ne? Oder von der nicht vorhandenen Wahrnehmung. Und das war ja in dem Fall auch offensichtlich so. Jetzt ist die Wahrnehmung natürlich eine ganz andere, das ist ganz klar, glaube ich auch. Ja. So, jetzt hat sich aber Christiane Fütscher gemeldet. Vielleicht noch eine Antwort. Ich habe einem Restaurator mal gesprochen, der sagte, naja, das ist für mich was ganz anderes, dass ich jetzt hier sozusagen aus dem Straßenraum wahrnehmbar werden, während ich vorher meine Arbeit im Verschlossen gemacht habe, ist jetzt auf einmal eine ganz andere Präsenz da und der das also sehr positiv dargestellt hat. Ne? War meine Sorge, dass der sozusagen sagt, ne, das stört mich, jetzt ist das so einsichtig und jeder sieht mich da an meinem Tischchen mit dem Pinsel arbeiten und es war eigentlich erst andersrum, dass er gesagt hat, naja, diese Wahrnehmbarkeit, da fühle ich mich irgendwie in meinem Job ganz anders, dass das ein Teil, ein Beitrag ist zu dem Stadtgedächtnis und zu unserer Stadt. Ne? Ja, auch von mir herzlichen Dank für die Präsentation des Projektes. Carsten Ruhl hatte vorhin von der Darstellung von Archiven gesprochen und dass vor allen Dingen viele Fotos in der Zentralperspektive hergestellt sind und keine Personen. Jetzt geht meine Frage in die Richtung der Inszenierung. Die Bilder, die Sie uns gezeigt haben, sind schiere, sehr ästhetische Räume, aber ohne Inhalt. Und wenn ich Ihre Worte, offenes Schatzhaus, Bürgerarchiv, Schutzhaus, Schaulager, das sich nach außen öffnet, ein bisschen provokativ mal deute, frage ich mich, ist es jetzt das offene Schatzhaus ohne Schatz, also den man nicht sieht? Und da frage ich mich so ein bisschen, wo ist die Aneignung des Inhalts in der Darstellung?
Deshalb habe ich das letzte Foto noch gezeigt. Da waren zumindest welche zwendig. Naja, du hast natürlich immer eine, also ich finde die Frage berechtigt. Aber wir haben natürlich immer eine Schwierigkeit des Datenschutzes. Es ist eben auch in der Architekturfotografie. Wir dürfen Schulen nicht mehr mit Schülern fotografieren. Und wie soll ich einen Lesesaal fotografieren, wenn da welche wirklich Lesende drin sind? Dann kommt noch Corona dazu. Die Bilder sind tatsächlich eben gemacht vor der Eröffnung. Und auch in den Magazinen, da wurden die noch eingezogen, waren die ersten da. Hat man auch eine Schwierigkeit, wenn man dann fotografiert mit Eintrag von Lasten, also Wärmelasten und auch Schutz. Also es ist so, wie du sagst, aber das ist einfach, es geht, auch da ist die Stadt Köln auch besonders schwierig. Also wir dürfen auch keine Besichtigung in Werkstätten machen, wenn da gerade gearbeitet wird. Es geht einfach sofort in den Arbeitsschutz rein. Also ja, da ist in, das ist ein Widerspruch, die Zentralperspektive. Viele Bilder sind zentralperspektivisch aufgenommen. Da sind wir dann wieder bei der Ruhe, die eben das Haus ausstrahlen sollen und die auch das Bild dann transportieren sollen. Bert. Ja, auch nochmal ganz herzlichen Dank. Auch für die Führung jetzt durch das Gebäude, was Spaß gemacht hat. Ich frage mich noch, wie man als Architekt, und es geht zurück auf einige Fragen, die schon gestellt worden sind, eigentlich mit einer städtebaulichen Entwicklung umgeht, die ja an sich nicht ganz unproblematisch ist. Also das ist, also ein Stadtarchiv ist ja was anderes als ein Teil der Universität. Das heißt, also was heißt das, wenn die Stadt jetzt anfängt, die Stadt in Funktionsbereichen aufzuteilen. Also Wissen wird jetzt dahin gepackt. Also es gibt ja einen Grund, warum eine Stadtbücherei normalerweise nicht neben die Universitätsbibliothek gebaut wird. Und Sie haben jetzt auch sehr viel von der Nutzung her eigentlich auch so studentische Metaphern gebraucht. Also Archiv-WG und das Gebäude setzt wie die Perlenschnur an Institutsgebäuden fort. Das heißt, es gibt so eine Wissenszeile, die sich da einbaut und ich glaube, dass es tatsächlich, also die Bürgeruniversität und die Bürgerstadt und das Bürgerarchiv wird immer viel beschworen, aber es gibt natürlich Schwellenängste davor, also warum die Leute nicht ohne weiteres zum Beispiel im Universitätsarchiv oder in den Archiven der Institute auftauchen. Was mich interessiert, wie sie dann eigentlich die Stadt stark machen in ihrem Gebäude. Also weil der Umzug, also jetzt in der Innenstadt, die Severinsstraße ist natürlich ganz klar, ist Innenstadt. Jetzt hat man irgendwie einen Gürtel des Wissens, der da aufgebaut wird und der ist ja eigentlich gar nicht so viel anders wie der Industriegürtel, den man vermeiden wollte. Also Sie haben ja auf die Stadt, haben Sie dadurch Bezug genommen, haben gesagt, wir haben Fenster, auf die wir auf die schöne Stadt gucken können. Aber, und Sie haben auch den Hof stark gemacht. Und ich finde das ganz interessant, also jetzt, ich bin kein Architekt und ich überlege einfach, wie man mit diesen verschiedenen Anforderungen dann im Einzelnen umgehen muss. Also ich, es ist richtig, was Sie sagen. Unser Problem ist natürlich, dass wir meistens die Aufgaben nur bearbeiten, die schon andere gestellt haben. Ne? Also das heißt, in dem Fall war das natürlich die Grundstücksentscheidung getroffen. Wenn man darüber spricht, bedenken muss, dass es eben den Baustein Kunst- und Museumsbibliothek gab, der eben rausgenommen worden ist. Und das ist eine Bibliothek, und da war die ursprüngliche Idee, dass eben ein Teil dieser, das ist erstmal eine städtische Bibliothek, ja, aber das war eine Kooperation mit der Universität geplant und ein Teil der Bestände der Universitätsbibliothek sollten da integriert werden. Und da war eben auch eine Beteiligung durch das Land mitgedacht. Und insofern hatte das als das gedacht worden ist, hatte das eine andere Berechtigung, auch eine andere Nähe institutionell zu den angrenzenden Universitätsbauten. Das ist eben ein fataler Fehler konzeptionell, aber auch haushalterisch im Endeffekt, dass man irgendwann gesagt hat, wir nehmen die raus, weil man in einer Haushaltsdebatte
sich überlegt hat, ob man überhaupt eine Kunst- und Museumsbibliothek betreiben muss, ob man die nicht schließen kann, was erst recht, und das hat man auf dem Plakat gesehen, unsinnig natürlich ist. Und in dem Zuge stand dann auf einmal nochmal sehr klar die Frage, bauen wir dieses Haus an der Stelle, eben verkleinert, ohne die KMB, oder bauen wir das Haus eben in Stadtrandlage, irgendwie im Industriegebiet, und dann können wir ja tatsächlich nur eine Blechbüchse bauen. Und so wie das an anderer Stelle auch geschieht, übrigens auch hier in Darmstadt, mit gerade dem Neubau des Archivs hinten im Industrieviertel. Und da ist natürlich, das ist dann wirklich ausgelagert aus der Stadtgesellschaft. Und das ist, glaube ich, dann wäre die schlechtere Lösung gewesen. Oder andersrum, glaube ich hier, dass der Ort sehr wohl eben Potenzial hat, auch wenn man sich eben jetzt eben überlegt, was da entstehen könnte. Ich würde vielleicht noch was hinzufügen wollen, also was jetzt das Thema Wissenschaftspark angeht. Das ist ja tatsächlich ein Phänomen, über das könnte man jetzt auch noch lange selbst reden. Also es wäre ein eigenes Thema. Aber es ist ja eben beim Wissenschaftspark nicht nur die Idee, dass man die Dinge funktional trennt, sondern gleichzeitig durchmischt man die auf einer anderen Stelle wieder, indem man beispielsweise universitäre, öffentliche Einrichtungen in Bezug setzt, eben halt auch zu privatwirtschaftlichen Unternehmen, die wissenschaftsnah arbeiten beispielsweise. Also das ist ja die Idee des Wissenschaftsparks. Das heißt, einerseits findet so eine Art von großer wirtschaftlicher Nähe zwischen Bildung und sozusagen wirtschaftlicher und wirtschaftlichen Unternehmen statt. Andererseits entsteht aber auch so eine Massierung entsteht ein neues Viertel, das natürlich schon auch in Summe dann signalisiert, dass das jetzt kein Areal der Stadt ist, das vielleicht, sagen wir mal, für jeden offen steht, um es mal etwas neutral zu sagen, sondern ganz klar eben halt genau diese Gruppen adressiert, die da eben halt auch funktional vertreten sind. Und insofern ist das interessant, dass man jetzt ausgerechnet einen Archivneubau als Startpunkt setzt für die ganze Neugestaltung eines Stadtareals. Und wir hatten ja auch, ich kann mich noch erinnern, dieses Thema oder diesen Vortrag vor einigen Wochen mit der These verbunden, ist das Archiv nicht zuerst da und dann kommt die Stadt oder ist es immer so, wie gesagt wird, die Stadt baut sich ihr eigenes Archiv. Also da scheinen wir ja ein Beispiel zu haben, wie sich zumindest ein Teil der Stadt eben halt erst entwickelt aus der sozusagen Situierung eines Archivs dort an diesem Ort. Und daraus entwickelt sich oder soll sich alles Weitere entwickeln. Und die Frage ist natürlich, wie kann das eigentlich sein? Also werden da diese Ordnungskonzepte mit aufgegriffen, die durch das Archiv schon vorgegeben werden? Wie soll das städtebaulich aussehen? Wie geht man eigentlich, was ist eigentlich sozusagen das übergeordnete Ziel von solchen neuen stadtplanerischen Konzepten? Aber ich glaube, damit kommen wir jetzt in den Bereich hinein, das sprengt hier den Rahmen. Jetzt haben wir noch eine weitere Frage von Aileen Treusch. Ja, die Internetverbindung bei mir ist auch sehr schlecht. Ich hoffe, Sie können mich hören. Vielen Dank für den Vortrag. Ich wollte noch mal ein Thema aufgreifen, worüber noch gar nicht gesprochen wurde. Und was eigentlich auch aus meiner Sicht sehr deutlich wird über diese wunderbare Architekturfotografie von Brigida González. Also sie ist ja eine Architekturfotografin, explizit fotografiert keine Menschen. Ich kenne ein bisschen ihr Werk und das ist ja eine bewusste Entscheidung, auch so jemanden einzuladen. Und da würde mich nochmal interessieren, ob diese Idee, dieses Archiv, was jetzt nun mal hier porträtiert ist durch Brigida González, ob die Idee da auch in einem Zusammenhang steht, bewusst dieses formal strenge Prinzip der Ordnung, denn es ist ja eine sehr humanistische Art und Weise, wie sie den Entwurf aufgebaut haben. Aber die Architektursprache in der Fotografie drückt eben etwas anderes aus. Und da würde mich einfach interessieren, ob das bewusst so gewählt war und auch an mich selbst nochmal. Deswegen vielen Dank für den Vortrag, die Erinnerung.
dass natürlich die Ansichtigkeit von Architektur im Foto immer etwas anderes als die Realität abbildet. Ja, die Wahl von Brigitta González, die war natürlich bewusst und da weiß man auch, wie sie arbeitet und wir haben sie eigentlich gewählt, wie Sie das wunderbar beschrieben haben, um eigentlich das, was aus unserer Sicht eben da schon Ziel dieses Entwurfs war, die Ordnung und die Ruhe, die das Haus eigentlich ausstrahlt, die sollten auch in die Fotos eigentlich transportiert werden. Und das war uns wichtig und deshalb habe ich auch zum Schluss dieses eine Bild gezeigt, das eben nicht von ihr ist. Das ist von Herrn Albert. Das nochmal zeigt, wie dieses Haus aber eben auch außerhalb seiner rein ästhetischen Wirkung sehr gut in der Gewöhnlichkeit, man könnte auch sagen, in der Banalität des Alltags eben gut funktioniert. Ja, ich schaue mal in die Runde. Scheint keine weiteren Fragen zu geben. Warum Chatfunktion nicht? Okay. Ja, ich glaube, wir sind dann eigentlich auch schon fast durch mit der Zeit, leider. Also ich glaube, dieses Projekt hat viele Facetten, die man weiter diskutieren könnte. Und ich fand es jetzt auch nochmal toll, als Ergänzung zu unserem bestehenden Programm, dass wir tatsächlich jetzt mal versuchen, eben halt irgendwie zurechtzukommen mit dem, was eigentlich gerade zeitgenössisch passiert, mit der Bauaufgabe Archiv. Und welche Probleme sich eigentlich auch stellen, also natürlich auf der planenden und entwerfenden Seite, wenn man an eine solche komplexe Bauaufgabe herangeht, denn worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist ja dieser unglaubliche technische Aufwand, der da betrieben wird, um ja eigentlich Objekte zu schützen, die selbst in einem sehr schlechten Zustand erstmal sind und die erstmal wieder sozusagen reaktiviert werden müssen. Und es gibt dann so einige Aufnahmen, also nochmal Thema Fotografie von dieser Restauratorenwerkstatt. Das sieht eigentlich aus wie ein OP-Saal. Also man hat lauter irgendwie Kabel und Maschinen und Apparaturen und so weiter, die alle dazu da sind, eben halt jetzt diese Fascikel, die man da hat und diese Fragmente irgendwie jetzt noch wieder herstellen zu können. Also ein unglaublich großer Aufwand, der da betrieben wird. Jetzt schaue ich gerade mal in... Ah ja, okay, gut. Das ist also keine Frage. Ich dachte, da käme noch was. Ja, und insofern war das, glaube ich, auch für die Studierenden, das ist ja auch Teil dieser Ringvorlesung, glaube ich, sehr interessant, das mal auch zu diskutieren und auch zu hören, welche Fragen sich da stellen. Und ich glaube, was deutlich geworden ist, dass wir viel über, also dass sozusagen der Archivbegriff einerseits sehr breit gefasst ist, also in der derzeitigen Diskussion. Also wir sprechen viel über die Praktiken des Archivs, über archivalisches Denken, über die Kultur des Archivs und so weiter. Aber wenn es dann sozusagen um die konkrete Planung, an die konkrete Planung von solchen Bauten geht, dann ist zwangsläufig, glaube ich, eine ganz andere Perspektive sozusagen dominant. Und eine Perspektive, die aber dennoch eben wiederum von bestimmten, sagen wir mal, historischen, aber auch vielleicht kollektiv geteilten Vorstellungen geprägt sind, was eigentlich das Archiv auszeichnet. Also ich glaube, gerade diese Dialektik zwischen bewahren und aber auch öffnen oder repräsentieren zwischen Ordnung und Unordnung, die Frage, wie sich so ein Archiv im Stadtraum präsentiert, also vor allem, wenn es eben halt ein sichtbarer Solitär ist und nicht irgendwo eingebaut ist. Wir kennen ja viele alte, frühe Archive, die in schon bestehende Bauten eingezogen sind, ja, da gar nicht sichtbar waren in ihrer Architektur. Das ist ja sozusagen hier ganz anders und da lassen sich viele frühere Beispiele nennen. Aber was deutlich wird, ist, dass man, glaube ich, immer wieder an diesen Punkt kommt,
dass wir von unterschiedlichen Archivkonzepten reden und dass es wichtig ist, uns immer wieder darüber zu verständigen. Also wenn wir zum Beispiel sagen, das Archiv, ja, was meinen wir denn damit? Was ist denn das Archiv? Was verstehen wir heute unter dem Archiv als Phänomen? Was ist sozusagen die historische Entwicklung einerseits? Klar. Aber was ist vielleicht aber auch das alltägliche Verständnis dessen, was ein Archiv auszeichnet? Was ist die Sichtbarkeit des Archivs? Wie wird die hergestellt? Aber was ist eben halt auch mit den Archiven, die nicht sichtbar sind für bestimmte Gruppen einer Stadtbevölkerung vielleicht auch, einer Stadtgemeinschaft? Wie repräsentiert man eigentlich sozusagen die Ordnung, die einem Archiv zugrunde liegt, von der wir aber auch wissen, dass sie immer wieder sehr fragil ist? Und warum brauchen wir eigentlich überhaupt dieses beruhigende Element der Ordnung, wenn wir an Archive denken? Ja? Also, und sei es nur auf einer performativen Ebene. Ne? Also auch wenn wir alle wissen, dass das Bewahren von Dingen über Jahrhunderte ein hochgradig aufwendiger, zum Teil auch mit vielen Widrigkeiten verbundener Prozess ist, der sich nicht in alle Ewigkeit wird fortschreiben lassen. Also es wird zwangsläufig immer wieder auf Zerstörungen geben und so weiter. Aber diese Vorstellung, wir können, glaube ich, mit dieser Vorstellung nicht leben, dass auch diese Dinge irgendwann endlich sind. Und wir brauchen irgendwie scheinbar auch diese architektonische Übersetzung dieser Ordnungssehnsucht, die sich dann auch in Architektur niederschlägt. Also so zumindest mein Eindruck, den ich heute auch gewonnen habe. Können Sie das teilen? Das kann ich voll und ganz teilen. Also ich glaube, wenn wir zu einem Punkt kommen, wo wir uns das nicht mehr leisten können, dann wäre aber unsere Gesellschaft ziemlich arm. Also ich würde eigentlich sagen, den Punkt dürfen wir nicht erreichen, dass wir irgendwann zu dem Punkt kommen, wir können uns ein, wir können uns das nicht mehr schaffen, dass wir eben eigentlich wesentliche Zeugnisse der Stadtgesellschaft und der Geschichte aufbewahren. Und da, ich habe mal ein prägendes Erlebnis war, als ich in einer der Restaurationswerkstätten der Zwischenasyle war und ich dann so ein Restaurator, der da vor so einem Klumpen saß und versucht hat, jetzt irgendwie wieder zugänglich zu machen, habe ich gesagt, lohnt sich das denn eigentlich? Ne? Es war irgendwie die Dienstakte von 1970 und es war jetzt eben nicht das irgendwie tolle Evangeliar oder die tolle Urkunde. Und er hat gesagt, ja, selbstverständlich. Ne? Und dann in der anschließenden Diskussion ist mir das eigentlich klar geworden. Ne? Wer weiß, was in dieser Dienstakte, wie wichtig die vielleicht im Rückblick dann auf einmal ist und was da vielleicht zutage kommt. Und das insofern glaube ich, das muss natürlich eigentlich, muss sich die Gesellschaft leisten, diese Erinnerung aufrechtzuerhalten auf das, was entstanden ist. Insofern würde ich das ungern in Frage stellen. Die Frage ist natürlich immer die Frage, wie und wie sich das dann auch formal ausdrückt. Das ist eine andere Frage. Aber das Archiv als Institution, das glaube ich, ist einfach ein wichtiger Teil einer Stadtgesellschaft. Und die Frage ist, wie man das eben einbinden kann als Teil und wie man das öffnen kann. Das ist, glaube ich, die wesentliche Frage. Dann lassen wir das jetzt mal als Schlusswort so stehen. Und ich bedanke mich sehr herzlich also für die Bereitschaft, mit uns jetzt zu diskutieren. Herzlichen Dank, Felix Wächter, und auch herzlichen Dank für die vielen Fragen und Diskussionsbeiträge. Ich soll noch darauf hinweisen, dass die CCSA-Talks im nächsten Semester weitergehen. Also es gibt weitere Veranstaltungen dieses Formats. Über das genauere Programm und was dann Inhalt sein wird, das wird man alles auf unserer Webseite erfahren. Ja, wie gesagt, einen Newsletter gibt es auch, wenn Sie Interesse haben und immer informiert sein wollen über die aktuellen Projekte, Vorhaben, was auch immer. Dann soweit erstmal herzlichen Dank. Ich wünsche einen schönen Abend und wir beginnen oder wir setzen die Reihe, zumindest von unserer Seite aus, morgen früh fort mit Anne Hultsch und einem Vortrag mit dem Titel
Writing Her Own Archive. Da wird es um ganz andere Dinge gehen. Da wird es eher um schriftliche Archive gehen und nicht um gebaute Archive. Aber das kann ja auch interessant sein. Also, dann einen schönen Abend.